Spuk in Hill House ist so ziemlich die angesagteste Serie auf Netflix derzeit. Dabei erschien die Romanvorlage, auf der die Serie basiert, bereits 1959. Verfasst wurde sie von der US-amerikanischen Schriftstellerin Shirley Jackson, die selbst nur ein paar Jahre darauf das Zeitliche segnete. Ihr Roman gilt als eine der besten Geistergeschichten des 20. Jahrhunderts, vor allem deswegen, weil Jackson großen Wert auf das Drama und die persönlichen Beziehungen ihrer Figuren legte. Spuk in Hill House sollte nicht mit Schrecken, mit Gewalt und Entsetzen schocken, sondern mit heranschleichendem Psycho-Horror. Kurz vor ihrem Tod wurde der Roman von Robert Weiss auf sehr subtile Art verfilmt. Der Filmemacher liebte die atmosphärische Qualität von Schwarz-Weiß-Filmen und schuf einen großen Klassiker des Horrorfilms. Weiss ist übrigens der Regisseur von Filmen wie West Side Story und dem ersten Star Trek. Heute bezeichnet Kultregisseur Martin Scorsese Bis das Blut gefriert als seinen liebsten Horrorfilm. In den 90ern folgte eine weitere Verfilmung mit Liam Neeson, mit Owen Wilson und Catherine Zeta-Jones namens Das Geisterschloss. Das ist ziemlicher Trash, der völlig überladen ist mit billigen Sound- und Computereffekten und mit Horror-Klischees. Nun hat Steven Spielbergs Produktionsfirma Amblin gemeinsam mit Paramount für Netflix die nächste Adaption des Romans herausgebracht, eben Spuk in Hill House, und die Serie streamte sich schnell in die Herzen vieler Horrorfans. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Serienkritik hier auf Cinema Strikes Back. Worum geht's überhaupt? Hugh und Olivia Crane ziehen in den 80ern in ein altes Haus, das sie renovieren und verkaufen möchten. Ihre fünf Kinder Steve, Shirley, Theodora und die Zwillinge Eleanor und Luke stellen schnell fest, dass merkwürdige Dinge im Haus passieren. Es kommt zu einer schrecklichen Nacht, die die Familie zur Flucht zwingt. Die Mutter des Hauses verstirbt allerdings und treibt mit ihrem Tod die Kinder in ein Leben voller Trauer. Die Geschwister wachsen heran und während der kleine Luke zum Suchtkranken wird, schreibt Steve einen Roman über seine Erlebnisse und macht das Hill House zum bekanntesten Geisterhaus der Welt. Seine Geschwister nehmen ihm das richtig übel, aber es stellt sich schnell heraus, dass der Spuk in Hill House die fünf trotz ihrer gemeinsamen Flucht nicht losgelassen hat. Die Serie entfernt sich in sehr vielen Aspekten von der Originalgeschichte des Romans. Im Buch gibt es nur die Figuren Theo, Luke und Eleanor, und das sind nicht einmal Geschwister. Sie sind auch nicht im Hill House aufgewachsen. Die Figuren Shirley und Steve wurden sogar extra für die Serie geschaffen. Shirley hat ihren Namen dabei direkt von Shirley Jackson übernommen, der Schriftstellerin. Bei der Adaption hat sich der Schöpfer und Regisseur der Serie, Mike Flanagan, große Freiheiten gewährt. Flanagan ist komplett im Horrorfilm zu Hause und ein bekannter Name, denn schon mit Filmen wie Oculus, Before I Wake und Ouija konnte er in den letzten Jahren auf sich aufmerksam machen. Ich würde seine neue Serie allerdings als seinen großen Meilenstein bezeichnen. Zu Beginn mag die Horrorserie etwas verwirren, das Tempo ist sehr langsam, es gibt zwei verschiedene Zeitebenen und die vielen Figuren machen den Zugang nicht ganz einfach. Schließlich haben wir eine siebenköpfige Familie, die in der Gegenwart auch nochmal eigene Familien gegründet haben zum Teil. Gerade hier dürften viele Zuschauer zunächst irritiert sein. Die meisten der insgesamt 10 Folgen konzentrieren sich jeweils auf eines der Geschwister und verknüpfen ihre Kindheit mit ihrer Gegenwart. Dabei wird eine unheimliche und schwere Atmosphäre aufgebaut. Auch in der Serie soll die Angst nicht von reiner Gewalt oder von Splatter herrühren, sondern vom Unbehagen, das sich schnell von den Figuren auf den Zuschauer überträgt. Vor allem, weil alle Darsteller gekonnt mit ihren Figuren verschmelzen. Für das Unbehagen sorgt aber auch die Musik der Newton Brothers, die übrigens gar keine Brüder sind. Wenn Musik einsetzt, dann ist sie leise, flächig und bedächtig, kurz atmosphärisch. Die Serie besticht aber vor allem mit Stille, denn die Musik wird nur sehr sporadisch eingesetzt. Dafür durchzieht die meisten Szenen ein tiefes Dröhnen, das den Zuschauer in einen ständigen Zustand des Unwohlseins versetzt. Auch die Soundeffekte sind mit großer Liebe zum Detail kreiert worden und klingen hochwertig. Kaum eine Kunst ist so ausufernd und anspruchsvoll wie das Filme machen. Unzählige winzige Zahnräder müssen miteinander arbeiten, und wenn alle Departments ihre Kreativität, Leidenschaft und ihre Motivation einbringen, kann es am Schluss dieses gewisse Etwas geben, das das Resultat zu etwas ganz Besonderem macht. Für mich hat genau das bei Spuk in Hill House definitiv funktioniert. Man sagt, dass man aus einem guten Drehbuch einen schlechten Film machen kann, aber nicht aus einem schlechten Drehbuch einen guten Film. Gerade deswegen muss man die Grundidee, die Konzeption, die Dramaturgie und die Dialoge von Mike Flanagan loben. Jede Episode führt die Handlung voran, während sie elegant Löcher in der Vergangenheit stopft. Dabei werden Schnitte sogar mit Sinnelementen miteinander verbunden, so wie es der sowjetische Filmemacher Sergei Eisenstein vor fast einem Jahrhundert bereits referierte. Fun Fact, auch die Serie Archer macht das sehr gern.
Schlechter Horror nutzt sich ganz schnell ab. Wenn immer wieder dieselben Schockelemente eingesetzt werden, wird die Handlung voraussehbar und der Grusel fühlt sich irgendwie billig an. Spuk in Hill House findet aber immer wieder neue Wege, Unbehagen im Zuschauer zu kreieren und man ist ständig überrascht davon, in welche Richtung die Handlung einen lenkt. Dabei wird man als Zuschauer nicht hin und her geschleudert mit atemberaubenden Twists oder was weiß ich, sondern langsam an der Hand in die Tiefe geführt. Aber mal gibt es die klassischen Jumpscares, dann wieder Sackgassen, also rote Heringe, die sich im Nichts verlaufen, dann wieder langsamen und ganz klar sichtbaren Grusel. Es ist ein ständiges Wechselspiel verschiedener Stilmittel des Horrorfilms und gerade dieses Unbeständige verleiht Spuk in Hill House seine Spannung, weil man wirklich nie weiß, was einen erwartet. Ohne jetzt zu weit auszuschweifen, bekommt Spuk in Hill House von mir 9 von 10 Punkten. Die Horrorserie knüpft aus einem hochinteressanten und sehr menschlichen Familiendrama mit den Elementen des Horrors eine fesselnde Geschichte. Gerade deswegen schafft es diese Serie, im Gegensatz zu den meisten Staffeln von American Horror Story, eine stringente und von Anfang bis Ende packende Geschichte zu erzählen, in der wir vielschichtige Figuren haben, die uns wirklich interessieren. Gute Geistergeschichten sind gerade deswegen so rar gesät, weil Geister unsere Trauer und unsere Albträume symbolisieren, die Schattenseiten unserer Vergangenheit, die wir zu überwinden versuchen. Und genau das hat Mike Flanagan mit Spuk in Hill House verstanden, weil der Aspekt des Familiendramas so tief geht und weil die Figuren so liebevoll und detailreich ausgearbeitet sind, fühlt sich dieser Horror so hochwertig und niemals billig an, weil er auf gemeinsamen Erfahrungen, Schmerzen und Traumata fußt. Gerade in der visuellen Ausarbeitung zusammen mit Kameramann Michael Fimognari, den Cuttern, den Kostümbildnern, den Setdesignern, den Visual Effects Artists, kann die Serie mit einer Qualität aufwarten, die einfach heraussticht. Es gibt einige Folgen mit überaus langen Plansequenzen, die sehr gekonnt gestaltet sind. Und kurzum, Spuk in Hill House ist unvergesslicher Horror und nicht nur eine der besten Horrorserien des Jahres, sondern eine der besten Serien des Jahres. Deswegen sollte man sie gerade als Horrorfan auf gar keinen Fall verpasst haben. Was sagt ihr? Habt ihr Spuk in Hill House schon gesehen? Freut euch, dass wir endlich eine Kritik dazu gemacht haben? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und abonniert Cinema Strikes Back, falls ihr mehr Kritiken sehen wollt. Hier sind auch noch alte Kritiken verlinkt, checkt die unbedingt aus. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem iPad.